Herzlich willkommen zu diesem Video über das MBS FileMaker Plugin. Mein Name ist Stefanie Juchmes und ich bin Junior Entwicklerin bei Monkeybuild Software. Das MBS FileMaker Plugin wird seit 2006 immer weiterentwickelt und ist somit schon seit über 14 Jahren auf dem Markt. Es besteht bereits aus 6200 Funktionen, die für jedermann aus den unterschiedlichsten Themengebieten nützliche Funktionen bereithalten. Alleine dieses Jahr haben wir bereits 280 neue Funktionen hinzugefügt. Wenn Sie das Plugin herunterladen, liegt ihm ein Ordner mit über 600 Beispielen bei. Anhand der Beispiele können Sie sehen, wie die Funktionen genutzt werden und können auch Teile des Codes übernehmen. Das MBS FileMaker Plugin besteht aus nur einer einzigen Plugin-Datei. Dadurch ist es besonders einfach zu installieren und zu updaten. Während der Verwendung werden nur die Teile des Plugins geladen, die auch benötigt werden. Es kommt also nicht zu unnötigen Verzögerungen oder Speicherbelegung. Mit dem FileMaker eigenen Skriptschritt Plugin installieren können Sie das Plugin per Skript installieren. Dadurch ist es möglich, die Plugin-Installation und das Updaten zu automatisieren. Das hilft Ihnen vor allen Dingen, wenn Sie das Plugin auf mehreren Rechnern oder Plattformen installieren möchten und immer up-to-date sein wollen. In unseren Beispielen finden Sie ein Beispiel, das Ihnen zeigt, wie so etwas realisiert werden kann. Das Plugin unterstützt auch ältere FileMaker-Versionen und läuft unter Windows noch auf FileMaker 7 und unter Mac auf FileMaker 8.5. Die meisten Kunden nutzen aber aktuellere FileMaker-Versionen. Die neueste Plugin-Version können Sie auf unserer Webseite herunterladen. Sie können auch eine ältere Plugin-Version verwenden, die Sie bereits besitzen. Dabei müssen Sie darauf achten, dass die aktuellen FileMaker-Versionen erst ab einer bestimmten Plugin-Version unterstützt werden. Das Plugin kann unter FileMaker Pro für Windows und Mac genutzt werden. FileMaker 19 wird ab der Version 10.2 unterstützt. Das Plugin ist auf dem Server einsetzbar. Wenn Sie es auf dem Server installieren, haben Sie zwei Installationsordner, in denen das Plugin installiert werden muss. Einmal, um Skripte und Zeitpläne auf dem Server zu nutzen und zum anderen zur Verwendung in WebDirect. Das MBS Plugin ist auf dem Server für Mac, Windows und Linux verfügbar. Sie können das Plugin also auch auf einem der neuen FileMaker 19 Server nutzen. Die Nutzung des Plugins ist mit der AWS Cloud möglich. In diesem Fall installieren Sie die Linux-Version. Das Plugin kann leider bis jetzt nicht unter der neuen Cloud unterstützt werden. Wenn Sie die Funktion des MBS FileMaker Plugins für ein mobiles Gerät nutzen wollen, steht Ihnen dafür das iOS SDK zur Verfügung. So können Sie Ihre eigene iOS-App bauen, das Plugin einbetten und mit der App signieren. Um mit dem Plugin auf FileMaker Go und der Data API zu arbeiten, können Sie die Skripte auf dem Server ausführen. Eine direkte Anwendung in der API und FileMaker Go ist nicht möglich. Das MBS FileMaker Plugin nutzt eine zentrale Funktion und einen einzigen Skriptschritt namens MBS. Den Skriptschritt können Sie einsetzen, wenn Sie den Sätzevariablen Skriptschritt dazu nicht nutzen möchten. Bei beiden wird als erster Parameter der Name der Funktion angegeben und dann folgen die restlichen Parameter. Der Funktionsname kann nicht nur als Text angegeben werden, sondern kann auch aus einer Berechnung resultieren oder in einem Feld angegeben sein. So ist es möglich, dynamisch zu entscheiden, welche Funktion Sie aufrufen möchten. Nach jeder MBS-Funktion oder jedem Skriptschrittaufruf können Sie den Fehlerstatus mit der MBS-is-error-Funktion abfragen. Das funktioniert auch auf einem Server mit mehreren Skripten gleichzeitig. Wenn etwas innerhalb einer MBS-Funktion schief läuft, dann gibt uns die Funktion, in der der Fehler aufgetreten ist, eine Fehlermeldung zurück. Diese kann uns einen Hinweis darauf geben, wo der Fehler liegt. Die MBS-Funktionen arbeiten oft mit Referenzen. Das bedeutet, wir haben ein Objekt im Speicher, das mit einer Referenznummer referenziert ist. Das kann zum Beispiel ein JSON-Objekt,
eine PDF-Arbeitsumgebung oder ein Bild sein, das gerade in Bearbeitung ist. Die Referenznummer wird meistens von einer MBS-Funktion erzeugt und dann in weiteren Funktionen benutzt. So können Sie zum Beispiel zuerst ein JSON-Objekt einlesen, es in Form bringen und Informationen abfragen, bevor Sie die Speicherstelle zum Schluss wieder freigeben. Wir möchten Ihnen heute nur einen kleinen Überblick über das MBS FileMaker Plugin geben, denn alle 6200 Funktionen durchzugehen, würde etwas zu lange dauern. Deswegen werden wir nicht alle Funktionen und Themengebiete aufzählen. Die meisten Benutzer benötigen nur ein Dutzend Funktionen, aber jeder benötigt unterschiedliche Funktionen und so wächst unser Plugin immer mehr. Wir stellen Ihnen heute nur einige der Highlights vor. Anfangen wollen wir dabei mit Curl. Mit Curl können Sie zum Beispiel über eine HTTP- und FTP-Verbindung Daten übertragen und Dateien hoch- und runterladen. Sie können auch SSL-Verschlüsselungen anwenden. Das Plugin unterstützt Proxys und viele weitere Authentifizierungsmöglichkeiten. Die Übertragung kann nicht nur synchron ablaufen, wie das zum Beispiel bei Einfügen aus URL der Fall ist, sondern auch asynchron im Hintergrund. Das erlaubt Ihnen auch parallele Übertragungen. Das Plugin unterstützt auch vom Benutzer angepasste FTP-Befehle, wie zum Beispiel das Auflisten, Löschen, Umbenennen von Dateien und das Erstellen von Verzeichnissen. In unseren Beispielen finden Sie verschiedene Beispiele zur Nutzung verschiedener Webdienste über SOAP- und REST-Techniken, die in Kombination mit unserem XML- und JSON-Funktionen einfach anzuwenden sind. Für alle gestellten Anfragen können wir benutzerdefinierte Header-Fields mitsenden, sodass wir zum Beispiel Anmeldungen vereinfachen können. Sie können mit den Curl-Funktionen auch Formulare auf Webseiten ausfüllen, ohne einen Webviewer im Layout zu nutzen. Mit Curl können Sie außerdem E-Mails versenden und empfangen. Wir haben im Plugin dazu einige Funktionen eingebaut. So können Sie E-Mails mit Inline-Grafiken ausstatten oder E-Mails kodieren. Sie können der E-Mail mehrere Dateien anhängen und auch die Mail an mehrere Adressen gleichzeitig über verschiedene Verbindungen parallel und mehrere E-Mails pro Verbindung versenden. Die Adressen können Sie zum Beispiel in Ihrer Datenbank hinterlegen. Zu diesen Batch-E-Mails haben wir auch ein Beispiel, das Sie sich gerne ansehen können. E-Mails können mit IMAP und POP3 empfangen werden. Das Plugin beinhaltet einen E-Mail-Parser, sodass Sie Betreff, Empfänger, Text, HTML, den Header und Anhänger auslesen und verarbeiten können. Sie können mit IMAP-Funktionalitäten E-Mails löschen oder eine E-Mail zum Archivieren in einen anderen Ordner verschieben. Im Beispiel IMAP-E-Mail können Sie sehen, wie mehrere E-Mails geladen werden können, einzelne E-Mails nachgeladen werden und in einer Vorschau angezeigt werden. Zum Thema Arbeiten mit PDF hält das Plugin viele Funktionen für Sie bereit. Zum einen das PDF-Kit, das sich der Funktionen des Apple Frameworks bedient und mit dem Sie unter Mac und iOS arbeiten können. Zum anderen haben wir Funktionen für DynaPDF, die sich auch gut für die Cross-Plattform-Entwicklung unter Mac, iOS, Windows und Linux eignen. Dabei nutzen wir die Bibliothek von DynaPDF, für deren Nutzung Sie eine zusätzliche Lizenz benötigen, die Sie auch bei uns erwerben können. Beide Techniken, PDF-Kit und DynaPDF, können PDF-Dateien teilen und zusammenfassen, die Seiten als Bilder rendern, sodass Sie zum Beispiel das PDF im WebDirect unabhängig von einem Browser-Plugin anzeigen können. Sie können das PDF mit und ohne Dialog drucken. Der Text kann dann extrahiert werden, sodass Sie zum Beispiel feststellen können, ob ein bestimmtes Wort in der Datei vorkommt, oder Sie können auch leere Seiten in einem PDF-Dokument einfügen oder auch eine Seite mit einem Bild. Die Funktionen von DynaPDF gehen darüber noch weiter hinaus. Sie können unabhängig von einem FileMaker-Layout eine PDF-Datei anlegen oder eine bereits vorhandene Datei bearbeiten, indem Sie beispielsweise Texte und Grafiken einfügen.
Sie können PDF-Dateien nach Ihren Vorlieben zusammenstellen, indem Sie zum Beispiel aus Datei A Seite 1 nehmen und dann Seite 4 aus der Datei B anhängen. Sie können eine PDF-Datei als Bild rendern, um zum Beispiel zu verhindern, dass ein Benutzer das PDF herunterlädt. Sie können einen PDF speichern und unabhängig von FileMaker anzeigen. Wir können eine PDF-Datei auch in PDF-A und PDF-X konvertieren, um sie zu archivieren. PDF-Dateien können auch eingebettete XML-Anhänge beinhalten. Dass Rechnungen zum Beispiel mit dem Zugpferdstandard oder dem französischen Faktor X möglich sind. Außerdem können wir PDF-Dateien mit einem Passwort ver- und entschlüsseln. In diesem Zuge können wir die Rechte des Benutzers beschränken, zum Beispiel, dass das PDF nicht gedruckt werden darf. Mit einem privaten Schlüssel kann die PDF-Datei signiert werden, damit geprüft werden kann, ob die Datei verändert wurde. Sie können auf dem Bildschirm auch anzeigen, dass die Datei signiert ist und dass diese Signatur immer noch ihre Gültigkeit besitzt. Das trägt dann zur Sicherheit Ihrer PDF-Datei bei. Wenn wir mit DynaPDF ein PDF-Dokument erstellen, können wir auch Tabellen nutzen, um unsere Daten darzustellen. Wenn Tabellen mehr als eine Seite umfassen, so werden sie auch auf mehreren Seiten dargestellt. Wenn Sie ein Formular entwerfen oder mit Daten befüllen wollen, können Sie dazu DynaPDF nutzen. Sie können Formularfelder erstellen oder auch aus einer PDF-Datei auslesen. So können Sie zum Beispiel das Formular an einen Kunden senden, dieser ändert seine Daten und Sie können dieses PDF dann einfach einlesen und diese Daten in die Datenbank übertragen. Sie können auch Formelfelder erstellen, die im PDF-Dokument nicht sichtbar und unveränderbar sind, so dass Sie zum Beispiel dort eine ID ablegen können, die die Daten des PDFs den Daten eines Datensatzes eindeutig zuordnet. Ein Beispiel dafür liegt dem Plugin bei. Wie bereits erwähnt, können Sie den Text aus einer PDF-Datei extrahieren. Dabei können Sie nicht nur den ganzen Text extrahieren, sondern auch nur bestimmte Textteile, die in einem definierten Bereich liegen. Diesen Text können Sie auslesen oder austauschen. Sie können auch ausgewählte oder alle Bilder einer Datei extrahieren oder austauschen. Falls benötigt, können Sie Seitenzahlen, Links, zum Beispiel zu Ihrer Webseite oder Links innerhalb des Dokuments, wie man sie aus Inhaltsverzeichnissen kennt, oder Lesezeichen hinzufügen. Hier können wir Ausschnitte aus den zahlreichen DynaPDF-Beispielen auf unterschiedlichen Plattformen sehen. Oben links sehen wir ein Beispiel, in dem ein Nutzer Punkte auf einem Lageplan markieren kann, indem er auf die zu markierenden Stellen klickt. Oben in der Mitte sehen wir ein Beispiel, in dem zwei Dokumente verglichen werden und die Unterschiede automatisch farbig hervorgehoben werden. Oben rechts ist ein Beispiel einer Rechnung zu sehen, die in ein Template eingefügt wird. Die einzelnen Rechnungspositionen werden durch eine Tabelle positioniert. Unten rechts sehen wir ein Beispiel, das in WebDirect läuft, in dem der Name des jeweiligen Benutzers und die Seitenzahlen eingefügt werden. Links daneben sehen wir ein PDF-Dokument, das mit einem Wasserzeichen versehen wurde. So können Sie zum Beispiel ein Dokument als Kopie kennzeichnen. Wir können auf einem PDF-Dokument eine Suche durchführen und die Treffer im Dokument markieren. Dazu sehen Sie hier ein Beispiel unter iOS. Unten links sehen wir das Einfügen von Seitenzahlen in einem PDF-Dokument unter Windows. DynaPDF bietet die Möglichkeit, PDF-Dateien zu optimieren, indem die Struktur neu erstellt wird und so Fehler behoben werden. Einige unserer Kunden wenden diese Neustrukturierung auf alle PDF-Dokumente an, die sie erhalten. Bilder können herunterskaliert werden und in JPEG-Dateien umgewandelt werden. Sie haben vielleicht Nutzer, die große Bilddateien in ihre PDF-Dateien packen und im Endeffekt würde die hohe Auflösung gar nicht benötigt, da es als kleines Vorschaubild genutzt wird. Damit kein unnötiger Speicherplatz verschwendet wird, können Sie das Bild herunterskalieren, sodass es für seine Nutzung angepasst ist. DynaPDF kann automatisch doppelte Schriften und Bilder entfernen. So können Sie zum Beispiel zwei Dokumente zusammenlegen, die dieselbe Schrift nutzen. In diesem Fall wird dann das Duplikat entfernt. Ähnlich ist es auch bei Bildern.
wie zum Beispiel ein Logo, das auf jeder Seite auftaucht. Auch hier reicht es, wenn wir das Bild nur einmal speichern und die Duplikate entfernen. Bei einigen Anwendungen werden private Metadaten hinterlegt, zum Beispiel bei InDesign, da hier die Daten zur Verarbeitung benötigt werden. Mit DynaPDF können Sie diese privaten Metadaten entfernen. Bilder, bei denen Sie einen bestimmten Farbraum benötigen, können mit Funktionen in den RGB, den CMYK und den Graustufen-Farbraum umgewandelt werden. Das kann Ihnen zum Beispiel bei einer Druckvorlage helfen, da Drucker mit dem CMYK-Farbraum arbeiten. Dann haben wir sehr viele Funktionen aus dem Bereich Verschlüsselung und Hash. Sie können zum Beispiel die elliptische Kurvenverschlüsselung nutzen, besser bekannt als ECC. Diese wird in Österreich und Deutschland schon für wichtige Dokumente wie Bankomatkarten oder Reisepässe genutzt. Diese Signatur können Sie mit dem Plugin erstellen. Wenn Sie zur Verschlüsselung RSA benötigen, ist dies mit dem Plugin möglich. Dasselbe gilt für Blowfish und AES-Verschlüsselung. Das Plugin kann Hashes aus allen möglichen Dateien erstellen. So können Sie zum Beispiel die Daten eines Containerfeldes, eines Textes oder einer externen Datei verschlüsseln. Falls Sie einen Keyed Hash Message Authentication Code oder eine Password-Based Key Derivation Function nutzen, können Sie damit auch in unserem Plugin arbeiten. Wenn Sie JSON Web Token nutzen wollen, bietet auch hier das Plugin die Möglichkeit. Wenn Sie sich für Datenstrukturen interessieren, haben wir auch hier einige Erweiterungen für Sie. So haben wir zum Beispiel globale Variablen, die unabhängig von unserer Datenbank und vom Benutzer gesetzt werden können. Wenn Sie also eine Variable in Datei A belegen, so können Sie das Ergebnis in Datei B nutzen. Im Zusammenhang mit dem Server bedeutet das, dass ein Skript eine Variable setzt, die später von einem anderen Benutzer mit einem anderen Skript ausgelesen werden kann. So können Sie zum Beispiel eine Liste erstellen von all Ihren Benutzern, die Ihre Anwendung nutzen. Sie können ein Directory nutzen, indem Sie assoziative Felder erstellen und den Schlüsseln Werte zuordnen. Bei assoziativen Feldern können Sie auch nicht-numerische Werte als Schlüssel nutzen, sodass zum Beispiel UUIDs aus Ihrer Datenbank gültige Schlüssel sind. Das kann Zuordnungen vereinfachen. Mit Quicklists haben wir die Möglichkeit einer indexierten Liste, die sich im Speicher befindet. Das macht einen viel schnelleren Zugriff als bei einer Liste, die in der Datenbank in einem Feld oder einer Variable liegt, möglich. Auch Operationen wie die Sortierung einer Liste sind viel schneller, da hier nicht die ganze Liste durchgegangen werden muss. Sie können als Datenstruktur auch eine Matrix nutzen. Dies ist ein zweidimensionales Array. Die Felder werden in Zeilen und Spalten unterteilt und wir haben verschiedene Operationen, die wir auf einer Matrix ausführen können, wie zum Beispiel die Berechnung der Summe einer Zeile oder Spalte. Das vereinfacht gerade die Nutzung von FileMaker für mathematische Anwendungen. Nun kommen wir zur Continuity-Kamera. Mit dieser auf dem Apple Framework basierenden Technik lassen sich Bilder aufnehmen oder Seiten als PDF mit Ihrem mobilen iOS-Gerät scannen, die dann direkt auf Ihren Computer übertragen werden. Die Voraussetzungen für diese Technik sind, dass sich die beiden Geräte denselben iCloud-Account teilen, sich im selben Netzwerk befinden und dass das passende Betriebssystem iOS 12 oder höher und für den Mac macOS Mojave oder höher genutzt wird. Sie können in Ihrer Lösung für die Nutzer einen Knopf bereitstellen. Wenn dieser gedrückt wird, öffnet sich auf dem iOS-Gerät eine Oberfläche, mit der Sie eine Seite scannen können. Mit den orangenen Markern können Sie die Grenzen des Blattes angeben, so dass Sie nicht orthogonal von oben auf ein Dokument scannen müssen. Sie können auch mehrere Seiten scannen. Diese werden dann als Bild in einem PDF-Dokument gespeichert. Sie können das PDF-Dokument dann in Ihrer Datenbank auf dem Mac verwenden. Die Möglichkeit, Dokumente zu scannen und in Container zu speichern, gibt es mit unserem Plugin auch auf dem FileMaker iOS SDK. Auch hier können Sie eine oder mehrere Seiten scannen und ausrichten.
Diese werden dann als Bild in einen Container gespeichert. Nun kommen wir zu Excel-Dateien. Diese können Sie mit einer zusätzlichen Lizenz von libxl erstellen und lesen, ohne dass Excel installiert sein muss. Gelesen werden kann das neue Format XLSX sowie das ältere XLS-Format. Sie haben bei der Bearbeitung sehr viele Möglichkeiten. Sie können mit Schriften, Formaten, Blättern, Zellen und Bildern arbeiten, indem Sie sie hinzufügen, verändern und löschen können. Wir haben auch Funktionen, mit denen Sie gleich mehrere Zellen lesen und schreiben können. Die Funktionen von libxl können auch genutzt werden, ein bereits von FileMaker exportiertes Excel-Dokument zu verändern, so dass zum Beispiel die Spaltennamen umbenannt werden oder die Zellen formatiert werden. Das Ganze gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall, wenn wir eine Datei auf den Import nach FileMaker vorbereiten wollen. Wenn Sie einen Text in eine Zelle schreiben wollen, kann dieser von FileMaker formatiert sein und diese Formatierung kann dann in Ihrem Excel-Dokument übernommen werden. Sie können auch die Textstile aus dem Excel-Dokument in Ihre FileMaker-Datenbank übernehmen. Wir können auch mit Word-Dateien arbeiten. Sie können den Text eines Word-Dokuments auslesen, Platzhalter mit Werten füllen oder bei einem Formular Werte verändern, eintragen oder abfragen. Wenn Sie in einem Word-Dokument eine Tabelle nutzen, haben wir eine nette Funktion, um Zeilen hinzuzufügen, zu kopieren oder zu entfernen. Auch wenn FileMaker 19 maschinelles Lernen integriert hat, haben Sie vielleicht Interesse, einen Blick auf unsere Funktionen zum maschinellen Lernen zu werfen, da wir noch einige zusätzliche Funktionalitäten anbieten und das maschinelle Lernen auch für ältere FileMaker-Versionen möglich ist. Leider können wir das maschinelle Lernen nur für macOS und iOS SDK anbieten, sowie für einen Server, der unter dem Mac-Betriebssystem läuft. Sie können ein Modell laden und seine Beschreibung lesen. So können Sie alle Eingangs- und Ausgangsparameter sehen, sodass Sie Eingaben im richtigen Datentyp zur Verfügung stellen können. Wir bieten Funktionen, um mit Bildern, Texten und Nummern zu arbeiten. Wenn Sie zum Beispiel ein Bild als Eingabe nutzen, können Sie mit einem Modell, das Bilder klassifiziert, arbeiten oder mit einem Modell, das ein Bild als Ausgabe zurückgibt. Sie können auf Ihrem Gerät das Modell auch selber updaten. Wenn zum Beispiel ein Bild falsch zugeordnet wird, können Sie die richtige Zuordnung angeben und das Modell so weiter anlernen. Maschinelles Lernen ist nicht nur nützlich, um Bilder zu klassifizieren, sondern kann zum Beispiel auch dazu genutzt werden, Texte auf die Stimmung des Schreibers oder die Sprache zu analysieren. Für Bilder sind schon einige sehr schöne Modelle verfügbar, die geladen werden können. So können Sie beispielsweise das Alter und das Geschlecht von Personen auf Bildern einstufen oder ein Bild einer Pflanze einer Art zuordnen. Auch ein sehr häufig genutztes Modell ist ein Modell, das analysiert, ob die Person auf einem Bild nackt ist, so dass zum Beispiel eine Altersbeschränkung für Upload-Inhalte realisiert werden kann. Kommen wir nun zu einigen Apple-Anwendungen, mit denen Sie mit Hilfe des MBS-Plugins kommunizieren können. Sie können Adressen in das Apple-Adressbuch eintragen und abfragen, Termine in den Kalender eintragen oder abrufen und mit Erinnerungen arbeiten. Für die Arbeit mit den Kalendern und den Kontakten benötigt FileMaker die Erlaubnis, auf die Kontakte zugreifen zu können. Dann können die Einträge synchronisiert, durchsucht, erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden. Sie können also eine Liste mit Kunden haben und diese dann als einzelne Kontakte in Kontakte hinzufügen. In Ihrer FileMaker-Lösung können Sie auch für Kontakte eine Maske anzeigen lassen, in der Ihre Kontakte aufgelistet sind und aus dieser Liste können Sie dann den passenden Kontakt auswählen und weiterverarbeiten. Sie können die Daten Ihrer Datenbank auch aufs iPhone exportieren, so dass zum Beispiel der Name des Kunden dann angezeigt wird, wenn dieser anruft. Wir haben auch Kunden, die haben verschiedene Kalender. Die Kalenderdaten befinden sich alle in einer FileMaker-Datenbank und werden dann via Cloud oder Exchange-Server mit den Diensthandys der Mitarbeiter synchronisiert. Jeder Mitarbeiter kann dann nur Einträge
für seinen Kalender einsehen und ändern. Kommen wir nun zu den SQL-Funktionen. Wir haben nicht nur Funktionen für SQL, mit denen Sie Abfragen auf eine Datenbank stellen können, sondern das Plugin bietet Ihnen auch Funktionen, mit denen Sie in die Datenbank schreiben können. So haben wir Funktionen, um Datenbankeinträge über SQL einzufügen, zu löschen und zu updaten. Bei den Funktionen müssen Sie einfach nur den Dateinamen, Tabellennamen, Feldnamen und die Werte als Parameter übergeben. Und den Rest erledigt die Funktion einfach für Sie, sodass Sie nicht überlegen müssen, wie Sie die richtige SQL-Anfrage formulieren. Da wir die FileMaker-Datentypen unterstützen, können Sie auch Zahlen, das Datum, die Zeit oder einen Containerwert einfügen. Wir können Datensätze auch in eine andere Tabelle oder eine andere Datei kopieren, sowie auch innerhalb derselben Tabelle. Diese Art des Kopierens ist sehr zeiteffizient. So können Sie Tabellen, die synchronisiert werden sollen, updaten, indem Sie alle Datensätze, die neuer sind als der Zeitpunkt zum letzten Vergleich, kopieren und in der anderen Datenbank wieder einfügen. Sie können Einträge, deren Felder mit Tab Return oder Komma getrennt sind, in die Datenbank einfügen. Kommen wir zu den Möglichkeiten, unsere FileMaker-Datenbank mit SQL-Befehlen zu ändern und abzufragen. Wir können die Containerdaten per SQL-Befehl in den Speicher laden und dort mit ihnen weiterarbeiten. So fällt eine Konvertierung in einen Text weg. Mit der Funktion fmcompareTable können wir zwei Tabellen in zum Beispiel zwei verschiedenen Dateien vergleichen und dann passend updaten. Die Funktion gibt uns eine Liste darüber, welche Felder verändert werden und in welchen Feldern die Änderungen vorgenommen wurden. Die Funktion kann Ihnen im Zusammenhang mit SQL bestimmt nützlich sein. Wir können SQL aber nicht nur auf unserer Datenbank anwenden, sondern auch in Verbindung mit anderen Datenbanken über native Treiber. Das MBS FileMaker Plugin hat eine lange Liste von Datenbanken, die es unterstützt. Auf viele Datenbanken kann so direkt zugegriffen werden und SQL-Befehle auf diesen ausgeführt werden. So können wir mit den Funktionen auch Datensätze von und nach FileMaker kopieren. Sie können zum Beispiel eine Abfrage formulieren, die Personen aus einer bestimmten Abteilung in ihrer externen Datenbank abfragt und diese Datensätze als Kopie in die FileMaker-Datenbank einfügt. Das sind meistens eins oder zwei Zeilen an Skript, mit denen Sie solche Kopien realisieren können. Sie können auch gespeicherte Prozeduren aufrufen, die dann spezielle Befehle auf der Datenbank ausführen. Sie können für diese Prozeduren dann Eingabeparameter angeben und bekommen nach Ausführen der Funktion das Ergebnis zurückgeliefert. Kommen wir zu Zeitplänen. Sie können Skripte zu einem bestimmten Zeitpunkt ausführen. Diese Skripte müssen sich nicht unbedingt in der Datei befinden, in der der Skriptschritt aufgerufen wird, sondern dieses Skript kann in einer beliebig geöffneten Datei liegen. Sie geben in den Parametern der Funktion den Namen der Datei, in der wir das Skript finden, an, sowie den Skriptnamen und die Eingabeparameter. So können Sie zum Beispiel eine SQL-Anfrage auf der Datenbank ausführen oder das Ergebnis einer mit let definierten Funktion ermitteln. Das Skript kann nach einer bestimmten Zeit aufgerufen werden, zum Beispiel in 5 Minuten oder zu einem speziellen Zeitpunkt. Zum Beispiel täglich um 1 Uhr nachts soll eine Synchronisation durchgeführt werden oder an einem speziellen Tag zu einer speziellen Uhrzeit. Zum Beispiel am 24.12.2020 soll das Skript Weihnachten um 17 Uhr aufgerufen werden. Die vierte Möglichkeit, den Zeitpunkt zu bestimmen, hängt nicht von einer bestimmten Zeit ab, sondern von der Inaktivität des Nutzers. Ist der Benutzer inaktiv, soll das Skript ausgeführt werden. Das ermöglicht zum Beispiel, den Benutzer auszuloggen, wenn er in der Mittagspause ist. Alle erstellten Zeitpläne können abgefragt, abgebrochen oder verändert werden. Wir haben ein Beispiel, in dem gezeigt wird, wenn ein Benutzer inaktiv wird, wird der Datensatz verlassen und der Benutzer wird ausgeloggt. Das verhindert zum Beispiel, dass Person A den Datensatz vor der Mittagspause ändert und die Änderung nicht bestätigt, und Person B den Datensatz dann nicht ändern kann, da A den Datensatz durch die nicht bestätigte Änderung blockiert. Das MBS-Plugin hält einige Funktionen bereit, die Ihnen die Arbeit mit Dateien erleichtert.
Sie können mit den Funktionen Dateien und Ordner kopieren, löschen, bewegen, umbenennen und erstellen. Sie können die Metadaten wie Größe, Erstellungszeitstempel, Änderungszeitstempel und Tag abfragen und verändern. Funktionen, die vor allen Dingen für den Server interessant sind, erlauben Ihnen Netzwerklaufwerke zu mounten und zu unmounten. So können Sie zum Beispiel einen Zeitplan erstellen, der ein Skript aufruft, das jede Nacht um 2 Uhr zuerst ein Netzwerklaufwerk mountet, dann einige Dateien auf das Netzwerklaufwerk kopiert und danach das Laufwerk wieder unmountet. Sie können auch allgemeine Informationen zu Ihrer Festplatte erfragen und so veranlassen, wenn der Speicherplatz der Festplatte unter einen bestimmten Wert sinkt, dass Ihnen eine E-Mail zugesendet wird. Sie können prüfen, ob eine Datei gerade geöffnet ist und Sie sie so benutzen können oder ob wir sie zuerst öffnen müssen. Ordner können auf Änderungen überwacht werden, sodass reagiert werden kann, wenn der Ordner geändert wurde. In diesem Fall triggern wir ein angegebenes Skript. Kommen wir zur Bildverarbeitung. Mit der Graphic Magic Bibliothek können wir viele Funktionen für die Bildverarbeitung bereitstellen. So können wir Grafiken in über 20 Formaten laden und sie zum Beispiel in Bilder mit Standardformaten wie PNG umwandeln. Sie können Bilder skalieren, zum Beispiel um als Vorschaubild zu nutzen. Sie können Bilder rotieren und spiegeln, um die Ausrichtung anzupassen. Sie können Bilder kombinieren, um zum Beispiel ein Logo auf ein bereits vorhandenes Bild zu malen. Sie können Vektorgrafiken auf ein Bild zeichnen, zum Beispiel Linien, Rechtecke, Pfade oder Kreise. Sie können ein Bild analysieren und so zum Beispiel die Farbe eines Pixels über die Zeile und die Spalte ermitteln. Das kann Ihnen zum Beispiel helfen, einen einfarbigen Hintergrund zu entfernen, indem Sie das erste Pixel von links und rechts ermitteln und die Farbe des Hintergrundes Zeile für Zeile entfernen. Sie können Metadaten wie EXIF, IPTC und XMP lesen und schreiben. Eine SVG-Datei können Sie in eine Bitmap umwandeln. Kommen wir nun zu den Hotkey-Funktionen, die Ihnen ermöglichen, Hotkeys und einen dazugehörigen Skriptträger zu definieren. So können Sie dem Benutzer die Möglichkeit geben, mit bestimmten Tastenkombinationen bestimmte Skripts zu starten und können so zum Beispiel mit der Tastenkombination STRG bzw. Befehl F ein Skript aufrufen, das eine Suche in Ihrer Datenbank auslöst. Das funktioniert auf Mac und Windows. Für den Mac können Sie auch gespeicherte Hotkeys definieren, um zum Beispiel im Skriptarbeitsbereich mit Tastenkombinationen das Schreiben von Skripts zu erleichtern, indem Sie zum Beispiel die beliebte Zeile Variable setzen, Wert plus 1 automatisch eintragen können. Gerne können Sie auch dazu das Beispiel anschauen, das Russell Watson entwickelt hat, um Schritte im Arbeitsbereich zu automatisieren. Sie können auch Benachrichtigungen unter Mac, Windows und iOS anzeigen. Zum Beispiel, wenn Sie anzeigen möchten, dass ein spezieller Prozess im Hintergrund der Datenbank beendet ist. Für den WebViewer halten wir einige Erweiterungsfunktionen bereit. Sie können in einem WebViewer JavaScript-Code ausführen. Mit der Evaluate-Funktion können Sie JavaScript-Code nicht nur synchron und asynchron ausführen, sondern können, wenn wir eine synchrone Ausführung haben, das Ergebnis direkt auf Mac, Windows und iOS erhalten. Wenn Sie also zum Beispiel eine globale Variable oder den Inhalt eines Feldes mit JavaScript auslesen oder setzen möchten, können Sie das mit dem Plugin realisieren. Wir können, wie es auch bei der neuen FileMaker Version 19 der Fall ist, Skripts in FileMaker aus JavaScript heraus starten. Der Text der Webseite oder das aktuelle HTML können auch abgefragt werden. Das HTML, das wir zurückerhalten, ist das Live-HTML. Also sehen wir auch alle Modifikationen, die durch die Ausführung von JavaScript-Code entstanden sind. Auch von Webseiten können wir Formelfelder lesen und setzen. So können Sie zum Beispiel automatisch ein Formular auf einer Webseite ausfüllen. Die Abfrage vom WebViewer-Inhalt beschränkt sich nicht nur auf den Text, sondern wir können auch die URL von Links oder Bildern abfragen und dann zum Beispiel in einem Feld unserer Datenbank speichern. Wir können den aktuellen Inhalt des WebViewers auch drucken, indem wir mit der Funktion webviewer.print den Druckbefehl geben. Zusätzlich können Sie den aktuellen WebViewer-Inhalt unter Mac als PDF sichern
und unter Mac und Windows als Bild ausgeben lassen. Dazu möchte ich Ihnen kurz ein Beispiel zeigen. Wir haben auf der linken Seite einen Webviewer. In diesem Webviewer können wir mit der Maus oder dem Trackpad unterschreiben und das Bild in einem FileMaker-Container speichern. Das können Sie mit unseren JavaScript-Funktionen realisieren, denn beim Klicken des Save-Knopfes wird das aktuelle Bild des Webviewers abgefragt und dann im Container abgelegt. Mit unserem Plugin benötigen Sie aber nicht zwingend einen Webviewer, um JavaScript-Code auszuführen. Denn das können Sie auch mit der eingebauten JavaScript-Engine, die auf der Open-Source-Bibliothek Ducktape beruht, realisieren. Das bedeutet, Sie können auf dem Client und dem Server JavaScript-Code ohne Webviewer ausführen. Sie können also zum Beispiel in einem Zeitplan oder mit dem Skriptschritt Script auf Server ausführen, die Plugin-Funktion benutzen, die ein JavaScript ausführen. Sie können auch globale Variablen im JavaScript setzen und abfragen. Das ist oft nützlich, wenn wir Daten zwischen FileMaker und dem JavaScript austauschen möchten. Wir können im JavaScript auch Funktionen definieren, die wir dann später aufrufen können. Das können normale Funktionen sein, wie eine Berechnung oder auch Spezialfunktionen, die ein Skript in FileMaker triggern oder eine SQL-Abfrage auf die FileMaker-Datenbank ausführen. Zur Nutzung von JavaScript ohne Webviewer können Sie sich gerne auch unsere Beispiele ansehen, wie das CRC-Beispiel oder das Telefonnummernbeispiel, das überprüft, ob die Nummer die Form einer gültigen Telefonnummer hat. Dann haben wir noch Funktionen für Netzwerkverbindungen und serielle Anschlüsse. Das MBS-Plugin unterstützt TCP und UDP-Sockets. Mit diesen Verbindungen können Sie auf lokalen Geräten in Ihrem lokalen Netzwerk mit IPv4 und IPv6 zugreifen. Wir können Pakete direkt an mehrere Empfänger versenden. Da das UDP-Socket die Nachrichtenübertragung via Broadcast und Multicast ermöglicht. Das kann zum Beispiel genutzt werden, wenn Sie eine Benachrichtigung an mehrere Nutzer senden möchten. Dann unterstützen wir Server-Sockets und überwachen einkommende Daten. Wenn Daten ankommen, kann ein Skript über einen Skript-Trigger gestartet werden, das ein neues Socket anlegt, das die Daten dann verarbeitet. Funktionen für serielle Ports können Daten auslesen, die über Ihre COM-Schnittstellen am Computer oder über die USB-Schnittstellen eingehen und Daten über diese Ports versenden. In verschiedenen Parametern können wir Konfigurationen vornehmen und ein Skript festlegen, das aufgerufen wird, wenn Daten über die Verbindung hereinkommen. Die Daten können dann von dem Skript verarbeitet werden. Drucker. Zum Drucken haben wir unter Mac und Windows einige Funktionen, so dass Sie alle Drucker auflisten und steuern können. Wir haben dabei unterschiedliche Funktionen für Windows und Mac. Wir können unter Mac auswählen, ob wir eine Datei als PDF-Datei drucken möchten. Wir können auch den Druckerdialog unter Mac automatisch steuern. So können Sie zum Beispiel die Seitenausrichtung oder die Kopieanzahl einstellen. Unter Windows können Sie den Drucker, das Papierfach und viele weitere Dinge bestimmen. So können Sie zum Beispiel einen Brief drucken, dessen erste Seite auf ein dickeres Papier gedruckt werden soll, das bereits mit einem Logo vorbereitet ist. Dieses Papier liegt in Papierfach A. Die weiteren Seiten werden dann auf normales Papier aus Papierfach B gedruckt. Und die letzte Seite wird auf eine Vorlage für Überweisungsträger aus Papierfach C gedruckt. Das können Sie in einem Skript automatisieren, so dass Sie das Schriftstück nur noch aus dem Drucker nehmen müssen und es verschicken können. Audio- und Videoplayer. Wir bieten die Möglichkeit, Video- und Audiodateien unabhängig von FileMaker abzuspielen. Für Mac setzen wir das mit dem AV-Player um und für Windows mit dem Windows Media Foundation Player. Bei beiden wird der Player mit Hilfe eines Objektes auf dem Layout positioniert. Dann werden die Audio- und Videodateien geladen.
Sie können das Layout ohne Bedenken wechseln, da die Player unabhängig von FileMaker sind und so nicht neu geladen werden. Die Player können sehr nützlich sein, um zum Beispiel Warntöne oder Hintergrundmusik abzuspielen. Sie können die Lautstärke und die Laufgeschwindigkeit einstellen. Sind wir am Ende des Videos angekommen, kann ein Skript gesetzt werden, das beispielsweise das nächste Video abspielt. Bei Videos können Sie das aktuelle Bild, das im Video angezeigt wird, abfragen. Das ist zum Beispiel zum Erstellen von Videovorschaubildern eine nette Sache. Das MBS FileMaker Plugin bietet Ihnen auch einige Funktionen zum Scannen an. Sie können entscheiden, ob Sie mit dem Flachbett oder dem Dokumenteneinzug scannen wollen. Für Mac bieten wir die Funktion über die Image Capture Technologie an und bei Windows über die Image Acquisition. Wir haben aber auch noch ältere Funktionen für die Train Technologie. Diese kann dann für ältere Drucker genutzt werden. Damit Sie wissen, ob Ihr Drucker mit den NBS-Druckfunktionen gesteuert werden kann, können Sie probieren, bei Windows im Programm Paint zu scannen und bei Mac mit Image Capture, da diese Programme dieselbe Technik nutzen wie das MBS-Plugin. Sie können mit und ohne Dialog scannen. Das bedeutet, dass Sie die Einstellung auch über das Skript setzen können. Sie können den automatischen Einzug aktivieren, so dass Sie mehrere Blätter hintereinander scannen können. Über die eingescannten Texte können Sie dann noch OCR laufen lassen, so dass der Text erkannt wird. Kommen wir nun zu den Menüs. Sie können mit dem MBS FileMaker Plugin unter Mac und Windows Menüs anzeigen. Diese können von Ihnen erstellt werden oder Sie greifen auf bereits bestehende Menüs, die in XML oder Textformat definiert sind, zu. Diese Menüs können auch Untermenüs, Stile, Farben und Icons enthalten. Sie können im Skript überprüfen, ob die rechte oder linke Maustaste gedrückt wurde und können dann zum Beispiel ein Kontextmenü neben der Maus einblenden. Allerdings ist der Mausklick dafür nicht essentiell und ein Kontextmenü kann zu jeder Zeit an einer bestimmten Position oder neben dem Mauszeiger angezeigt werden. Auch wenn FileMaker für JSON einige Funktionen eingebaut hat, so gibt es für die Arbeit mit XML keine Funktionen. Das ändert sich mit dem MBS FileMaker Plugin, das einige Funktionen für eine einfachere Arbeit mit JSON und XML bereithält. Sie können XML oder JSON-Code einmal parsen und so in den Speicher laden. Sie erhalten dann eine Referenznummer, mit der Sie arbeiten können. Die Arbeit mit Referenzen hat bei häufigen Aufrufen eine viel bessere Performance als direkte Arbeit mit dem JSON- oder XML-Text. Sie können über Pfade verschiedene Werte abfragen und setzen. Sie können so unter Pfade ansteuern und dort mit den Werten arbeiten. Mit unseren Funktionen können Sie die JSON- und XML-Texte für eine bessere Übersichtlichkeit formatieren, einfärben und mit Zeilennummern bestücken. Sie können JSON- und XML-Texte auch für einen automatischen Import verwenden. Es werden dann ganz automatisch Tabellen und Felder erstellt, in denen dann die Werte eingetragen werden. Wenn Sie ein XML selber schreiben, ist es manchmal schwer, den Überblick zu behalten, ob das XML noch validem XML entspricht oder ob irgendwo ein Slash abhanden gekommen ist. Mit der XML.validate-Funktion können Sie die Struktur Ihres XML validieren. XPath ermöglicht Ihnen, nach Knoten und Werten im XML zu suchen und liefert dann die Werte an Sie zurück. Kommen wir nun zu Shell-Skripts. Mit den Shell-Funktionen können Sie auf dem Client und dem Server innerhalb von FileMaker Befehlszeilenanwendungen ausführen. Sie können Parameter und Umgebungsvariablen übergeben. Wir erhalten Rückgaben, die wir dann in normale Rückgaben und Fehler unterteilen können. Wir haben Skript-Trigger, die reagieren, wenn wir neue Daten bekommen und wenn ein Hintergrundprozess beendet ist. Dann können wir zum Beispiel weitere Hintergrundprozesse starten, die asynchron sind. Wir können das Schließen von Hintergrundprozessen erzwingen, wenn es notwendig ist. Wir haben einige Anwendungen, die im Hintergrund laufen können.
zum Beispiel FFmpeg, mit dem wir Hintergrundvideos transkodieren können, ZIP, um große Hierarchien zu verpacken, oder ein PIN-Kommando, das ausgeführt wird. Das Gute an hintergrundläufigen Prozessen ist, dass sie zum Beispiel Video transkodieren können, ohne die Benutzeroberfläche von FileMaker zu blockieren, da der Prozess ja im Hintergrund abläuft und der Benutzer so weiterarbeiten kann. Wir bieten viele Funktionen an, die Sie im iOS SDK benutzen können. Wir haben sogar einige Funktionen speziell nur für iOS, wie zum Beispiel StoreKit-Funktionen, über die Sie zum Beispiel In-App-Käufe ermöglichen können, oder Sie versenden E-Mails und SMS über Ihre App. Wir haben insgesamt mehr als 4200 Funktionen, die in Verbindung mit dem iOS SDK genutzt werden können. Wir bieten auch Funktionen zum Drag und Drop von Dateien unter Windows und Mac an. Sie können einen Drop-Bereich im Layout anlegen. Diesen positionieren Sie zum Beispiel mit Hilfe eines Platzhalterobjektes oder über eine feste Größe und Position. Sie können dann Dateien auf diesen Bereich ziehen. Wenn eine Datei dort abgelegt wird, wird das Skript, das vorher durch den Skriptträger festgelegt wurde, gestartet. Und Sie können über den Dateipfad dann Informationen über diese Datei abfragen. Unter Windows können Sie auch On-Demand-Dateien auslesen, wie zum Beispiel E-Mail-Anhänge in Outlook. Hier ziehen wir ein Bild vom Schreibtisch auf den Drop-Bereich und wir sehen, dieses Bild wird direkt in FileMaker importiert. Als nächstes kommen wir zu den Barcodes. Mit dem Plugin können Sie über 80 verschiedene Barcode-Typen erzeugen. Auf dieser Grafik sehen Sie 30 von ihnen. Wenn Sie einen Barcode in Ihrer FileMaker-Lösung benötigen, können Sie ihn mit einem Skript erstellen und ihn dann zum Beispiel in einen Container schreiben oder ihn rendern und mit DynaPDF in ein PDF-Dokument schreiben. Aber das Plugin kann nicht nur Barcodes erzeugen, sondern auch einige lesen. Wenn Sie zum Beispiel auf einem gescannten Dokument einen Barcode haben, können Sie den Bereich ausschneiden und den Barcode lesen. Den Inhalt bekommen Sie dann als Ergebnis zurück und können damit weiterarbeiten. Unter Mac und iOS können Sie Karten von Apple nutzen. Das Plugin macht Ihnen die Funktionen des Apple Frameworks MapKit zugänglich. Die Nutzung ist frei von zusätzlichen Kosten. Sie können 2D- und 3D-Karten anzeigen. Sie können auf der Karte Adressen und Orte suchen und diese mit einer Stecknadel markieren. Dafür stehen Ihnen auch benutzerdefinierte Markierungen zur Verfügung. Wollen Sie zum Beispiel Blumenläden markieren, können Sie passend dazu anstatt der Stecknadel das Bild einer Blume nutzen. Sie können Routen berechnen und diese in Ihrer Karte anzeigen lassen. Die einzelnen Wegpunkte können Sie sich als JSON ausgeben lassen. Sie können mit dem MBS FileMaker Plugin auch die Funktionen des Apple Vision Frameworks nutzen. Das ist ein Framework, das Funktionen zum Erkennen und Klassifizieren von Bildern anbietet, sowie das Erkennen von Text und das Lesen von Barcodes. Für das Maschinenlernen dieses Frameworks benötigen Sie also kein extra Modell, da dieses in Apple direkt integriert ist. Das MBS FileMaker Plugin hat so viele Funktionen, dass wir sie hier gar nicht alle aufzählen konnten. Wir haben Funktionen für die einfache Handhabung von regulären Ausdrücken. Diese sind zum Beispiel praktisch, wenn Sie in einem sehr großen Textblock eine effiziente Suche durchführen möchten. Auch für die Arbeit mit Listen haben wir einige Funktionen anzubieten. Schauen Sie sich hier auch diese gerne einmal an. Das Plugin kann zudem mit XIF und IPTC Metadaten arbeiten und auch Bilder, die mit Ihrem iPhone aufgenommen sind und im High Definition Image Format gespeichert sind, können mit dem Plugin ins PNG-Format konvertiert werden. Shared Memory Funktionen machen den Austausch zwischen Applikationen möglich. So können Sie Daten mit einer FileMaker-Lösung in den Speicher schreiben und die Lösung schließen. Wenn Sie später den Speicherplatz auslesen, sind die Daten immer noch vorhanden. Mutexe können während der Synchronisation von Daten und in nebenläufigen Prozessen genutzt werden, um Daten konsistent zu halten. Sie können außerdem
die Position von Fenstern bestimmen. So können Sie auch die Position von FileMaker-Dialogen festlegen, so dass Sie bestimmen können, wo diese Dialoge auf dem Bildschirm angezeigt werden. Für Entwickler, die mit dem Mac arbeiten, haben wir noch einige besondere Helferlein, die Sie beim Schreiben Ihrer Skripts unterstützen. So gibt es eine regelbasierte Einfärbung des Skripttextes im Skriptbereich. Dadurch werden Ihre Skripts lesbarer und Fehler können einfacher erkannt werden. Variablen, deren Wert im Skript ausgelesen wird, werden darauf überprüft, ob diese zuvor definiert wurden, so dass ein Tippfehler bei Variablennamen schnell gefunden werden kann. Wir bieten auch Kontextmenüs an, indem Sie auf einige Funktionen schneller zugreifen können. Wenn Sie in Ihrem Skript eine Entscheidung oder eine Schleife haben, dann müssen Sie nur auf den Wenn-Skript-Schritt oder den Schleifenbeginn klicken und das Ende des Blocks wird hellblau unterlegt. Das ist vor allen Dingen in größeren Skripten mit vielen Verzweigungen eine Erleichterung. Wir bieten auch Suchen für Beziehungsgraphen in der Layout-Übersicht oder im Skriptbereich an. Sie haben im Skriptbereich die Möglichkeit, bei Eingabe der Zeilennummer direkt zu der gewünschten Zeile zu springen. Bei einem Skript mit 1000 Zeilen kann das nützlich sein, wenn zum Beispiel ein Kollege Ihnen im Skript etwas zeigen möchte und Ihnen die Zeilennummer gibt. Sie müssen nun also nicht scrollen, sondern können direkt an die Stelle springen. Das Plugin kann Ihnen Skript-IDs, Feld-IDs und Tabellen-IDs anzeigen. Diese IDs können Sie mit einigen Funktionen im Plugin verwenden und in den Parametern übergeben. Das Plugin erinnert sich außerdem an die eingestellte Spaltengröße. Wenn Sie zum Beispiel die Spaltenbreite im Layout-Dialog verändern und den Dialog schließen, erinnert sich das Plugin beim nächsten Mal an die zuletzt eingestellte Spaltenbreite und stellt diese ein. Sie können für den Skriptbereich und die Berechnungen eine eigene Schriftart wählen, in der Sie die Skriptschritte angezeigt bekommen möchten. Hier sehen Sie, dass Sie die Schrift im Skriptarbeitsbereich vergrößern können. Das ist für Schulungen und Präsentationen eine super Sache. In Berechnungen können Sie nicht nur Texte suchen, sondern auch direkt eine Ersetzung vornehmen. Möchten Sie zum Beispiel in einer Definition einer eigenen Funktion einen Variablennamen durch einen anderen ersetzen, können Sie mit Suchen und Ersetzen dies automatisch tun. Wie bereits erwähnt, gibt es die Möglichkeit, für Berechnungen und Skripte eine eigene Schriftart festzulegen. Das kann zum Beispiel JetBrain Mono sein, die mehrere Zeichen hintereinander zu einem Zeichen verbindet, so dass aus zwei Gleichheitszeichen und einem Größerzeichen ein zusammenhängender Pfeil wird. Auch die Schriftgröße ist einstellbar, so dass Sie sich die Arbeit mit größerer Schrift erleichtern können. Wenn Sie das Plugin gerne einmal ausprobieren möchten, laden Sie es einfach von unserer Webseite herunter und installieren Sie es. Auf unserer Webseite finden Sie außerdem die Dokumentation, in der jede Funktion beschrieben ist. Auf unserem Blog können Sie Neuerungen sehen, finden Artikel mit Kniffen und Tricks rund ums MBS FileMaker Plugin, Events aus der FileMaker und Claris Welt oder Informationen zu den neuesten Versionen des Plugins. Außerdem haben wir eine Video-Website, auf der Sie diese und viele weitere Videos ansehen können. Sie können sich auf unserer Webseite auch für eine Probelizenz oder den Newsletter anmelden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem MBS FileMaker Plugin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald zu einem neuen Video oder auf einer FileMaker oder Claris Konferenz.